So she was a student of the Peking Opera School. The following practice is a piece of a Peking opera, half dance, half kung fu. In fact, all the students in Peking Opera School, they have to learn kung fu. Mein Name ist Samuel Schwarz, ich bin Regisseur von der Gruppe 400 ASA. Und wir arbeiten jetzt gerade an unserem Projekt La Cérémonie, das im Rahmen des Theaterspektakels gezeigt wird. Nachher wollen wir eigentlich in unser Zimmer rauf. Aber wir landen im Schlafzimmer von der Lili Evers. Ihr Bett sieht aus, als hätte es gerade gefogelt. Das Projekt ist Teil eines Kulturaustauschprogramms mit China. Und wir zeigen das in beiden Ländern. Diese Stelle mag ich am liebsten. Das Projekt heisst La Cérémonie. Das ist inspiriert von einem Stoff von Claude Chabrol. Der gibt uns quasi das Handlungsgerüst, der Film. Und drumherum tun wir all die Fragen um die Ambivalenzen von Kulturaustauschprojekten ansiedeln und die Problematik von Kulturaustauschprojekten und die Schönheiten von Kulturaustauschprojekten. Aber es endet in einem Massaker. Swisslos unterstützt uns. Wir sind froh um jeden Geldgeber, dass wir unsere Kunst ausüben können, dass wir auf China reisen können und dort Sachen erfahren können.